Und ich möchte allen jungen Genossinnen und Genossen ein ganz großes Dankeschön sagen. Ich denke, wir alle können stolz darauf sein, dass wir so viele junge Menschen haben, die den Weg in unseren Jugendverband finden und die auch unsere Partei mit voranbringen wollen. Und ich denke, wir haben das in den letzten Wahlkämpfen noch schon gesehen, dass der Jugendverband dort ganz tatkräftig die Wahlkämpfe unterstützt hat. Und es sind auch vor Ort sehr häufig die Jugendgruppen, die das Parteileben voranbringen und beleben. Und da geht es natürlich auch nicht darum zu behaupten, dass alles problemlos und ohne Konflikte ist. Aber ein Jugendverband, mit dem es nicht an der einen oder anderen Stelle auch ein wenig Reibung gibt, einen solchen Jugendverband möchte ich auch gar nicht haben. In jedem Fall können wir stolz sein, dass wir so viele aktive Genossinnen und Genossen in allen Altersgruppen und in allen Generationen haben. Ich erlebe es so, dass die Zusammenarbeit zwischen den Generationen in Sachsen sehr gut funktioniert. Und da lassen wir uns auch von außen keine Konflikte andichten. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich wenige Sätze noch zur Bundespolitik sagen. Das Jahr 2011 war ja nun wahrlich kein leichtes Jahr für die Linke. Von unseren Spitzenwerten vor 2 Jahren sind wir in allen Landesverbänden mehr oder weniger weit entfernt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie sprengen sicherlich auch den Rahmen einer Eröffnungsrede. Aber ich denke, eines der wesentlichsten Ursachen darf in jedem Fall gewesen sein, der unproduktive Streit über Themen, die weit an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen, der Streit an Nebenkriegsschauplätzen, Personaldebatten, anstatt Konzentration auf Inhalte, anstatt Konzentration auf unsere Stärken. Aber wir haben in Erfurt gezeigt, dass wir uns zusammenraufen können. Denn wer hätte noch vor einem Jahr geglaubt, dass es uns gelingen wird, eine so breite Zustimmung zu unserem Grundsatzprogramm zu erreichen. Wir haben gezeigt, dass die Linke sich nicht zerlegen wird. Und das wäre auch fatal, denn gerade die politischen Entwicklungen der letzten Monate zeigen ja, wie stark die Linke gebraucht wird. Ich möchte es vielleicht an einem Beispiel an der Finanzmarktkrise noch mal kurz erwähnen. Es ist ja mittlerweile so, dass alle Parteien sich zu bestimmten Regularien in der Finanzmarktkrise aussprechen. Entscheidend ist aber, dass auch 3 Jahre nach der Lehman-Pleite faktisch nichts passiert ist, um die Finanzmärkte an die Ketten zu legen. Ich halte das einfach für skandalös. Ich halte es ebenso skandalös, liebe Genossinnen und Genossen, wie Frau Merkel sich generiert und die Griechinnen und Griechen erpresst. Und ich halte es auch für wenig glaubwürdig, wenn jetzt SPD und Grüne so tun, als seien sie auch schon immer für eine bessere Regulierung der Finanzmärkte gewesen. Dabei waren sie es, die zu ihrer Regierungszeit Hedgefonds eingeführt haben und die Vermögenssteuer wieder abgeschafft haben. Liebe Genossinnen und Genossen, das zeigt, nur die Linke steht dafür, dass die Krise nicht auf dem Rücken der einfachen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der Rentner und Langzeitarbeitslosen finanziert werden soll, sondern wir wollen, dass die Profiteure dieser Krise endlich zur Kasse gebeten werden. Dafür und nur dafür steht die Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kennen das alle aus unserer Arbeit in den Gemeinderäten, in den Kreistagen, in der Landtagsfraktion und auch in der Bundestagsfraktion. Es ist natürlich häufig frustrierend, wenn wir fast immer aus der Opposition heraus kritisieren und agieren müssen. Aber gerade die letzten zeigen, dass sich auch die Kernarbeit in der Opposition lohnt. Es hat nun sage und schreibe 7 Jahre gedauert, nachdem wir die Forderung nach Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes aufgemacht haben, als PDS und danach als Linke, dass es nun endlich auch die CDU begriffen hat, dass es ohne eine Lohnuntergrenze einfach nicht geht. Besser spät als nie, kann ich da nur sagen. Wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass daraus keine Mogelpackung wird. Und da sage ich noch mal ganz klar, ein Mindestlohn, der ausdifferenziert wird zwischen Ost und West, der ist mit uns als Linken nicht zu machen. Wir sagen, 10 Euro ist das Mindeste, das muss gesetzlich gelten, das muss für alle Branchen und das muss selbstverständlich auch für Osten und für den Westen gelten. Das zeigt, die Linke wirkt, auch aus der Opposition. Das kann uns Mut machen, auch bei den anderen Themen dran zu bleiben.
Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns also diesen Erfolg von Erfurt, diese Zuversicht und auch den Schwung heute in Bautzen wiederholen. Ich freue mich auf diesen Parteitag. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen und einen konstruktiven Parteitag. Vielen Dank, und der Parteitag ist hiermit eröffnet.